Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir sind dabei, Stinker zu finden und Stinker soll irgendwo im Wald sein, hinter irgendwelchen Dickichten und das Ganze wird entweder da oder da sein. Ich würde sagen, wir gehen dahin, weil da nämlich noch eine Wolke ist. Das ist doch ein guter Plan. Einfach da links und es ist Westen. Links ist Westen. Was ist das? Nein. Nein, ich bleib nicht stehen. Im Leben nicht! Ihr werdet mich niemals kriegen. Das Ding ist, ich habe in der letzten Folge ein bisschen geklaut. Oh Gott, ich kann nicht mal nach hinten gucken. Warte, ich muss auf dem Weg bleiben. Kann ich bestimmt nach hinten gucken, ne? Okay, ich werde verfolgt. Der Typ ist schnell. Aber nicht so schnell wie ich. Irgendwann gibt er auf. Auch wir bleiben einfach auf dem Weg. Ich glaube, er verfolgt uns nicht mehr, oder? So, wir sind erfolgreich den Wachen ausgewichen, nachdem wir beim Stehlen erwischt worden sind. Also. Ja, jetzt nicht. War das beim Stehlen? Was haben wir nochmal gemacht? Warum? Also, ich weiß, dass ich geschlafen habe, wo ich nicht schlafen durfte. Dann haben die mich erwischt. Was habe ich noch gemacht? Keine Ahnung. Naja, mir egal. Wir laufen zu D und dann ist gut. So. Das Lustige ist bei den Pferden, dass wenn man nicht auf der Straße läuft, man schneller ist. Finde ich ganz eigenartig. Was ist das da unten? Okay, das ist ja seltsam. Mitten im Wald? Waldgarten. Crazy shit. Ich kann mich hier waschen. Das könnte mein neues Zuhause werden. Ich kann mich hier nicht waschen. Na gut, dann nicht. Ein seltsamer Waldgarten. Okay, wieso nicht? So, wir müssen daran denken, nicht gegen Bäume zu laufen, weil dann fallen wir runter. Wie einfach nicht weitergelaufen ist. Ich bin einfach stehen geblieben. Reiten. Ach stimmt, wir haben ja Heimlichkeit, ne? Spielerfähigkeiten, Heimlichkeit. So. Wagemutiger Schelm. Nachdem du ein Verbrechen begangen hast, erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke, Vitalität, bis du erwischt wirst oder den Tatort verlässt. Wenn du dich duckst und nicht bewegst, erhältst du einen Bonus in Höhe von 30% auf Heimlichkeit. Wenn du, wenn nach dir gesucht wird, fällt es den Leuten schwerer, dein Gesicht zu erkennen und sie geben die Suche schneller auf. Das ist auch nicht schlecht. Verringert den Lärm, den deine Ausrüstung und andere Ausrüstungsgegenstände machen um 20. Oh ja, 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 ja. Nice. Das ist richtig gut. So, jetzt fehlt es noch, dass ich irgendwie stolper, runterfalle und dann den Berg runterkollere und tot bin. Interessanter Ort. Ist mir nämlich schon öfters passiert. Ein Dolch, ein rustikaler Bogen. Ja, nehm ich einfach mal alles mit. Ist jetzt nicht der geilste Scheiß, den ich jemals gefunden habe, aber naja. So, wir sind da. Ist einfach nichts. Okay, der ist eingestürzt. Höhlenpilz. Ja, das ist kacke. Dann müssen wir doch zum anderen. Das Problem ist, wir können nicht schwimmen. Und das andere Ding ist auf der anderen Seite. Scheiße, ich muss zurück, ne? Bullshit. Ob ich hier einfach rüberkomme? Gucken wir mal, laufen wir nach Süden. Weil ich will ehrlich gesagt nicht nochmal durch die Stadt, wo ich gesucht werde. Gott. Nein, das sieht nicht gut aus. Oh, was ist denn hier? Klamotten? Huch.
Elbenjagdbogen. Oh, Würfel. Jawohl. Krass. Nice. Weißt du was? Ich nutze mal die Gelegenheit und schlafe hier ein bisschen. Können wir direkt speichern. Also wenn, dann hätte ich ihn hier vermutet. Das ist zwar nicht die Mine, die uns gesagt wurde, aber... Das ist offensichtlich besser als das, was wir gerade gesehen haben. Naja. Das mit den Klamotten finde ich faszinierend. Ist er ins Wasser? Hallo, ist hier jemand? Verloren. Also ganz schön weit ab vom Schlag, wa? Okay, hier kann ich leider nichts mehr klauen. Ja, geil. Das heißt, er ist hier runtergefallen, hat sich die Klamotten ausgezogen und hat sich da eingerichtet. Oh Mann, kann ich hier nicht einfach rüberlatschen? Hier ist es zu tief. Ist es nicht. Du kannst doch die paar Meter kannst du versuchen zu schwimmen. Ein Versuch ist es wert. Na komm, irgendwo muss ich hier doch rüberkommen können. Na gut. Ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach da und dann ist gut. Dann reise ich dahin. Huh. Da wäre ich rübergekommen. Toll. Wieso bin ich so langsam? Tief! Ich schleiche. Guckt euch das an. Ich brauche da einen Tag hin. Was? Anhalten, ja. Jetzt bin ich nämlich genau da, wo wir hinwollen. Du dreckiger, stinkender Kumane. Ich bin kein Kumane. Mehr hast du nicht drauf? Ja. Scheiße. Na, komm doch. Ja. Einer weniger. Au, au, au. Ist ja gut. Zum Glück sind die scheiße. Meine Hand ist verletzt, egal. So, habt ihr irgendwas Wertvolles für mich? Ein paar Groschen. Den Rest kannst du behalten. Obwohl, ich habe da noch ein Bier gesehen. Einen billigen Wein. Die waren einfach besoffen und dachten sich, die rauben jemanden aus. Wein nehme ich immer gerne, Groschen auch. Ansonsten haben die nämlich nichts Wertvolles am Start. Gut, dann sind wir eigentlich direkt da, wo wir sein wollten, oder? Ja. Cool. Aber, ich hoffe, dass ich hier irgendwo schlafen kann. Hunger habe ich auch. Weil es so ewig gedauert hat, dahin zu latschen. Hey, kann ich hier bei euch schlafen? Seid ihr tot? Soll ich euch töten? Damit ich schlafen kann? Ihr müsst doch irgendwo einen Platz für mich geben zum Schlafen, oder? Hey, du! Lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Ich will auch schlafen. Jetzt muss ich die umbringen, damit ich schlafen kann. Na gut. Falscher Knopf. LT, ich muss mal... Ich werde mir niemals merken, was LT ist, ey.
So. So, dann nehmen wir ihn einfach mit und werfen ihn hier irgendwo runter. So. Tschüss. Jetzt kann ich schlafen. Mir geht's nämlich nicht so gut. Ha! Schlafplatz gesichert. Sehr schön. So, Gesundheit. Ja, 96. Passt. So. Mir geht's auch schon viel besser. Na Jungs, kann ich wieder bei euch essen? Nein, schade. Euch fehlt ein Mann. Kann ich euch helfen? Ich sollte die Waffe wegstecken, ne? Okay, jetzt gehen wir aber dahin. Aber erstmal gucke ich, ob ich was zu essen dabei habe. Komm, essen wir das hier, ne? Nein, ich habe es dem Pferd gegeben. So. Ja, zumindest ein bisschen satt. Na gut. So, damit erkunden wir die zweite Höhle. Hat ja alles perfekt funktioniert. Krass, muss ich gar nicht so viel schneiden. So, Stinker, bist du hier? Aber hier ist nichts. Hä? Finde die Höhle in den Hügeln bei Letschko. Hab ich gewartet? Ja gut, ich hol mein Pferd, das geht schneller. Was ist ein Bullshit? Ist da noch eine dritte? Ich kann sowas ahnen. So, vielleicht werden wir hier auch irgendwo überfallen, das wäre ganz cool. Oder wir werden mitten im Dorf angehalten. Weil wir geklaut haben. Nein, alles gut. Wir sind durchgekommen. Guck euch an, wie schnell ich jetzt plötzlich bin. Ganze Mühe umsonst. So, okay. Wir müssen zu B. Junger Mann, auf ein Wort. Bitte? Ja? Was machst du hier? Wartest du auf jemanden? Nicht mehr, junger Mann. Ich habe auf dich gewartet. Du scheinst mir ein schlauer Bursche zu sein und galant noch dazu. Bestimmt als du einer Jungfrau in Not zu Hilfe, oder? Wieso? Die Jungfrau. Kennst du etwa eine? Na, na, Hübscher. Sei nicht frech. Ich hab Arbeit für dich. Im Wirtshaus hockt so ein alter Opa. Gestern hat er meine Dienste in Anspruch genommen und versprochen, mich heute Morgen zu bezahlen. Nur behauptet er jetzt, mich nicht zu kennen. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass seine Schulden in meiner Tasche landen. Was springt mich für mich dabei raus? Und was habe ich davon? Ich gebe dir die Hälfte von dem, was du ihm abknöpfst. Ist nicht viel, aber mehr, als ich in letzter Zeit gesehen habe. Na gut. Ich helfe dir. Ich bin im Nu mit deinem Geld zurück. Die alte Dame. Na gut, dann machen wir das mal fix, wenn wir schon mal hier sind. Steht 20 Groschen. Wow, ich krieg's. Hier, wohl bekommst. Ich kann doch jetzt nicht hier am helllichten Tage. Das kann's knicken, ey.
Das kannst du knicken, Madame. Vielleicht irgendwann. Ist ja sowieso nur so eine Aktivität. Und für 10 Groschen, ganz ehrlich, ne. Da muss ich mich schon mehr bieten, damit ich irgendwas mache. 10 Groschen am Arsch. Kann übrigens sein, dass ich in der nächsten Zeit einfach mal ein bisschen privat spiele und ein paar Aktivitäten mache, um die Skills zu verbessern. Wäre halt so eine Idee von mir. Wenn wir noch ein bisschen weiter vorankommen und ich ein bisschen Geld kriege. Ich meine, ich habe ja schon ziemlich viel Geld, ne? Aber es gibt immer mehr. Mehr ist immer gut. Also macht mir das Spaß, so die ganzen kleinen Aktivitäten zu machen. Hat so ein bisschen was von Skyrim, nur besser. Oh Gott, oh, ich dachte schon, ich springe jetzt runter. Ich habe mir doch keinen Schrecken, ein Pferd. Oh, scheiße. Oh, ich dachte schon, ich hänge fest. Reiten ist nicht so einfach, Freunde. Und hier ist sie irgendwo. Ja, hier ist der Dickicht. Oder auch nicht. Das sieht doch schon... Ah, Gerberfell. Das sieht mir doch nach dem Aufenthaltsort von so einem kleinen Kollegen aus. Oh, da ist ein Pilz. Den nehme ich mit. Hallo. Dir scheint es nicht gut zu gehen, Dude. Schlafen und speichern. Oh, Höhlenpilz. Boah, dein Essen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, wie sagt er, zwei Betten. Wir speichern mal ganz kurz. Nur für den Fall der Fälle, dass wir gleich überfallen werden mit dem Typen zusammen. So, Freundchen. Ah, Gnade. Na, verflucht. Lange wird er nicht durchhalten. Hilfe. Bitte. Was ist mit dir geschehen? Was ist mit dir geschehen? Wicht und seine Männer haben mich gefunden. Wo sind sie? Wo sind sie hin? Ich weiß nicht. Erzähl mir von Neuhof. Was ist in Neuhof vorgefallen? Wer ist hinter dir her? Wichts, Leute. Neuhof war eine Schlachtbank. Weshalb? Wir wollten niemanden töten. Aber sie haben... Das sind Barbaren. Wir haben das Weite gesucht. Ich suche nach den Räubern, die Neuhof überfallen haben. Ich suche nach diesen Dreckskerlen, die Neuhof überfallen haben. Wo kann ich sie finden? Sie haben ein Lager. Wo? Komm schon, sprich! Ich weiß es nicht. War noch nie dort. Woher weißt du dann davon? Wer hat dir davon erzählt? Mein Kumpel, Timmy. Er war dort. Aber sie... Vielleicht haben sie ihn erwischt. Wo kann ich ihn finden? Er arbeitet... bei der Windmühle in der Nähe von Merriott, wenn er noch lebt. Okay, was soll ich jetzt mit dir machen? Was mache ich jetzt mit dir? Hilf mir, bitte. Ja, cool, ich kann ihm gar nicht helfen. Tut mir leid, aber für dich kommt in diesem Leben jedwede Hilfe zu spät. Ich weiß. Hilf mir ins Nächste. Bitte. Armer Typ. Halb am Sterben. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Keine Sachen mehr in den Taschen. Ups. Hör auf. Hey, Scheiße, ein Dieb. Ja, was willst du machen, hä? Und Apfel. Danke. Du machst das schon.
So, okay. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Ich würde gerne irgendwie was Heimliches machen, aber ich habe auch kein Gift oder so. Das ist halt das Problem. Ich müsste halt mehr Nebenaktivitäten machen. Ja, gucken wir mal. Erstmal ziehen wir uns den Apfel rein. Und das Brot. Die Karotte meinetwegen. Den Pilz jetzt unbedingt nicht. So. Okay. Die alte Dame. Erkundige dich bei der Windmühle nach Timmy. Okay. Wieso Timmy? Ist ja eigenartig. So, ich brauche unbedingt auch mehr Rezepte. Ich muss irgendwie herausfinden, wie man Gift herstellt. Wenn wir einen Auftrag kriegen, so ein Lager zu zerstören, ich bin alleine gegen 1 Milliarde Leute. Das wird nix. Ich muss da irgendwie mit Gift arbeiten oder so. Müssen wir gucken. Ich muss also nachher nochmal zur Hexe oder so und gucken, ob wir da irgendwas herstellen können. Das wäre echt nice. Aber reiten wir erstmal und suchen nach Timmy. So, hier erfahren wir ein bisschen was über Timmy, wer auch immer Timmy ist. Hallo? Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Es wäre das Beste, wenn du ehrlich wärst. Jetzt spitz die Ohren. Es wäre für alle das Beste, wenn du ehrlich wärst. Ich wüsste gern, wo er steckt. Und dich würde es freuen, wenn ich euch gegenüber nicht unsäglich werden müsste. Timmy würde bestimmt gerne am Leben bleiben. Du willst ihm doch nicht wehtun. Nein. Wie gesagt, ich will nur mit ihm sprechen. Na schön. Aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Okay. Gehen Sie voran. Oh Gott. Oh! Oh Mann. Ich muss viel stehlen. Ich muss langsam vorankommen hier. Vor allem ist hier ja sonst keiner. So, das Schöne ist ja, sie bleibt ja gleich stehen hinter der Mühle und hier dürfte ja keiner sein. Eventuell kann ich sie richtig schön beklauen. Bleib stehen und wende mir den Rücken zu. Ganz genau. Das will ich sehen. Hi. Was führst du im Schilde? Nichts. Hast du was verloren? Will mit dir reden. Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Ja, du hast mir aber noch nicht gesagt, wo. Er versteckt sich auf Kolbens Farm, in der Nähe von Merhoyet. Hallo? Ja, was wollt ihr? Ich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen.
Nach wem suchst du denn? Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Ich weiß nichts über ihn. Ich fürchte, ich weiß nichts über ihn. Das ist schade. Jammer schade. Denn ich kümmere mich gut um Leute, die mir helfen. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Groschen? Klingt gut. Na gut, ich sage euch, wo ihr steckt. Ach ja? Wieso solltest du das tun? Wir sind doch alle Christen, oder? Wieso nicht dem Nächsten helfen? Besonders, wenn er dir 40 Groschen zahlt. Du bist nicht zufällig mein Vetter, oder? 2 Dutzend kriegst du, nicht mehr. Die Hälfte jetzt, die andere, wenn wir ihn haben. Abgemacht. 2 Dutzend, das sind 24. Oh. Okay, wieso nicht? Wo ist euer Lager? Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Wo ist es? Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Na gut, er ist auf Kolbenshof. Er ist auf Kolbenshof. Da, wo er angefangen hat? Willst du mich verscheißern? Verzeih, wenn ich das nicht für bare Münze nehme. Radan bleibt hier und wird ein Auge auf dich haben. Zu deiner eigenen Sicherheit, weißt du? Komm mit, wenn du die Eier hast. Wenn nicht, komm in die Schenke in Samopesh, sobald alles vorbei ist. Oder wir kommen zu dir. Warte, findet und hol dann deine Belohnung ab, okay. Na gut, wir sind alleine. So, oh, den Dietrich nehme ich gerne. Der Bogen. Stimmt, ich habe ja einen neuen Bogen bekommen, ne? Stimmt. Gucken wir uns gleich mal an. So. Ich hoffe, ich werde hier niemanden finden. Tschüss. Okay, gucken wir uns mal den Bogen an, den wir bekommen haben. Spieler, nee, Inventar, Waffen, 64, was haben wir jetzt momentan? 62, und ich, selbst den können wir nicht tragen, mindestens Stärke 10. 11. Es dauert noch, bis wir den benutzen können. Ich brauche mein Pferd. Hallo. So, ein Dolch in die Satteltasche. Bürgerschwert brauchen wir derzeit nicht. Wieso ich eine Fackel geklaut habe, weiß ich auch nicht. Ja, verdammt. Jetzt habe ich mir eine Fackel weggetan. Ein Kommandobogen kann weg. Ja, den kann ich wenigstens benutzen. Egal. Wieso habe ich das Schild eigentlich nicht ausgerüstet? Okay. So, nu? Questlog. Optional, warte bis Markok Timmy findet und holt dann eine Belohnung. Okay, dann warten wir. Ich würde sagen, Freunde, das war's erstmal für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann sehen wir uns direkt genau dann, wenn der Typ wieder zurückkommt und fragt, was mit seinem Kollegen passiert ist. Haut rein, euer Zero. Tschüss.